Bundeskanzlerin, wenn Sie mögen, haben Sie das Wort zu einleitenden Ausführungen. Herr Präsident, ich würde gerne einige Worte sagen, weil sich jetzt ja die deutsche Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union dem Ende nähert. Und dazu würde ich einige Bemerkungen machen. Es war ja ein Jahr, und damit auch hat das die deutsche Ratspräsidentschaft geprägt, in dem die Europäische Union vor der größten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderung, man kann das, glaube ich, so sagen, seit ihrer Gründung steht. Und deshalb haben die Entscheidungen und die Fragen, die wir in unserer Präsidentschaft behandelt haben, natürlich auch weitreichende Bedeutung, auch wenn wir unser Programm in vielen Punkten natürlich nicht so umsetzen konnten, wie wir uns das vorher vorgestellt haben. Und ich glaube, wir können sagen, dass der letzte Europäische Rat am letzten Donnerstag und Freitag, ich habe ja Donnerstag Ihnen noch gesagt, dass ich an einigen Stellen nicht weiß, wie es ausgeht, nochmal wichtige Entscheidungen mit sich gebracht hat. Wir haben uns geeinigt auf den Finanzrahmen für die nächsten 7 Jahre und einen Aufbaufonds für die Bekämpfung der Folgen der Pandemie, genauso wie einen Konditionalitätsmechanismus zum Schutz des Haushalts, der die Fragen der Rechtsstaatlichkeit beinhaltet. Gerade zur jetzigen Stunde ab 12.45 Uhr stimmt das Europäische Parlament genau über diese Dinge ab. Und wir haben heute Morgen im Kabinett auch den Eigenmittelbeschluss beschlossen, der dann zur Ratifizierung dem Deutschen Bundestag zugeleitet wird. Und ich freue mich dann über die Debatten darüber. Der Weg dorthin war steinig. Wir mussten sehr viele Gespräche führen, zum Schluss auch noch einmal mit Ungarn und Polen. Aber die Europäische Union hat bewiesen, dass sie handlungsfähig ist, auch interinstitutionell handlungsfähig ist. Die Gespräche zwischen dem Europäischen Rat, der Kommission und dem Parlament waren immer sehr konstruktiv. Und ich möchte allen Beteiligten danken. Wir haben dann heute im Kabinett im Übrigen auch unseren Entwurf für den deutschen Anteil am Aufbau- und Resilienzplan verabschiedet und einen solchen Plan dahingehend verabschiedet, dass wir auch die Vorgaben einhalten, die von uns gefordert werden im Zusammenhang mit diesem Zukunfts- und Aufbaufonds. Und wir haben dort nicht nur nationale Projekte vorgesehen, sondern wir haben auch darauf hingewiesen, dass wir in unserem nationalen Haushalt Mittel bereitgestellt haben, um deutsch-französische und dann auch offen für andere Mitgliedstaaten Projekte, die in die Zukunft weisen, zu realisieren, weil die gesamteuropäischen Gelder, die übrig blieben bei der Aufteilung dieses Aufbau- und Resilienzfonds, kleiner ausfielen, als wir uns das eigentlich gewünscht hätten und vieles in die nationalen Komponenten ging. Und so suchen wir dann wieder den Weg, wie wir auch weitere Gemeinschaftsprojekte realisieren können. Wir haben uns des Weiteren auf dem Europäischen Rat für ein Gesamttreibhausgasreduktionsziel für 2030 auf 55% oder mindestens 55% geeinigt. Bisher war diese Zielmarke 40%. Das war sehr wichtig, weil am Tag darauf eine Sonder-VN-Konferenz stattgefunden hat, auf der die Europäische Union dann dieses Ziel auch deutlich machen konnte. Und wir haben über die Beziehung zur Türkei sehr lange gesprochen. Leider ist es hier so, dass neben den gewünschten positiven Dingen, in denen wir mit der Türkei zusammenarbeiten wollen, zum Beispiel bei Fragen der regulären Migration oder bei der Unterstützung der Türkei in diesen Bereichen, doch wir auch feststellen mussten, dass es eine Reihe von provokativen Akten der Türkei im südlichen Mittelmeer gibt, von denen insbesondere Griechenland und Zypern betroffen sind. Und wir deshalb zusätzliche Listungen auch beschlossen haben. Wir haben uns auch über unsere strategische Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten von Amerika unterhalten und werden dort den Vereinigten Staaten mit dem Wechsel der Administration auch ein Angebot vorlegen. Einiges, was wir uns vorgenommen hatten, konnten wir naturgemäß nicht realisieren, so auch nicht das EU-China-Treffen. Wir haben dennoch am Investitionsabkommen weitergearbeitet und tun dies auch in diesen Tagen noch. Und ein letztes Wort zu dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Die Kommission verhandelt mit unser aller Einverständnis auch in diesen Stunden, in diesen Tagen noch einmal bis zum Wochenende, um zu gucken, ob es hier noch oder bis zum Ende dieser Woche, sagen wir es mal besser so, um
Lösung geben kann. Es gab Fortschritte, aber noch keinen Durchbruch. Aber ich glaube, wir bleiben bei unserer Meinung, ein Abkommen wäre besser als kein Abkommen. Aber auch auf letzteren Fall sind wir vorbereitet. Wir übergeben den Staffelstab dann zum Ende des Jahres an unsere portugiesischen Freunde und wünschen Ihnen natürlich von Herzen eine gute Ratspräsidentschaft. Wir arbeiten ja mit Portugal und Slowenien in einer Trio-Präsidentschaft zusammen und werden deshalb auch weiter noch mit Verantwortung übernehmen. Das waren meine einführenden Worte, Herr Präsident. Danke sehr. Dann beginnen wir jetzt mit der Befragung. Und die erste Frage recht geht an den Kollegen Timo Chrupalla, AfD. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, in der letzten Woche reiste ich mit einer Delegation nach Moskau und traf mich da unter anderem auch mit dem Außenminister Lavrov. Es wurde dort auch sehr deutlich, dass wir hier weitere konstruktive Gespräche zur Normalisierung der deutsch-russischen Beziehungen zum Wohle unserer beiden Staaten benötigen und diese auch erwünschen. Übrigens, was in der Öffentlichkeit ja auch vollkommen unbeachtet bislang ist, auch gerade im 30. Jahr nach der Wiedervereinigung, dass wir uns im deutsch-russischen Jahr befinden. Auch das hat ja die Bundesregierung doch relativ verschwiegen bislang. Anknüpfend an die Gespräche habe ich zwei Schwerpunktfragen. Wie ist eigentlich oder wie lautet eigentlich Ihre Strategie inklusive Zeitplan für einen Neustart dieser Beziehung, der deutsch-russischen Beziehung? Gerade auch hier hat ja die deutsche Ratspräsidentschaft unseres Landes eigentlich relativ wenig beigetragen. Und welche strukturellen Rahmenbedingungen schafft die Bundesregierung, damit das regional- und energiepolitisch bedeutsame internationale Wirtschaftsprojekt Nord Stream 2 auch fertiggestellt werden kann? Ja, ich glaube nicht, dass es eines Neustarts der Beziehungen bedarf. Wir haben da ein hohes Maß an Kontinuität. Und was Nord Stream anbelangt, ist die Position der Bundesregierung ja vollkommen unverändert, wie sie jetzt auch in den letzten Jahren war. Und gleichzeitig haben wir sehr viele Initiativen im Rahmen des deutsch-russischen Jahres auch ergriffen. Die sind ja auch den Kolleginnen und Kollegen in allen Fraktionen hier bekannt. Wir können aber nicht darüber hinwegsehen, und es wäre bedauerlich, wenn Sie darüber nicht gesprochen hätten mit dem russischen Außenminister, dass wir doch ein schwerwiegendes Ereignis in Bezug auf Herrn Nawalny hatten, dass wir Vorgänge im Tiergarten, hier im kleinen Tiergarten in Berlin hatten, die im Augenblick vom Generalbundesanwalt aufgeklärt werden, dass wir wenig Fortschritte beim Minsker Prozess sehen, weshalb die Russland-Sanktionen auch noch einmal verlängert wurden auf dem letzten Europäischen Rat. Und ich glaube, man muss auf der einen Seite sehen, dass es uns ein Wunsch ist, gute strategische Beziehungen mit Russland zu haben. Das habe ich immer und immer wieder gesagt. Das darf uns aber nun nicht die Augen davor verschließen lassen, was die Realitäten sind. Und in dieser Kombination von Ambition und guter Betrachtung der Realitäten haben wir eine sehr kontinuierliche Russlandpolitik. Herr Chrupalla. Ja, Frau Merkel, im Prinzip bestätigen Sie ja doch meine Frage, und das ist ja eigentlich auch die der russischen Seite, dass es hier sehr wohl einen Neustart benötigt, unserer beiden Länder. Welchen Platz nimmt denn für Sie oder auch für die Bundesregierung Russland im strategisch autonomen Europa aktuell ein? Und realisiert die Bundesregierung das auch unter anderem von Präsident Putin und vorgeschlagenen und auch von der deutsch-russischen Auslandshandelskammer, was wir auch in Gesprächen mitgeteilt bekommen haben, unterstützte Konzept eines gemeinsamen Wirtschaftsraums von Lissabon bis Vladivostok? Ich bin immer sehr dafür gewesen, auch gerade in den Handelsbeziehungen einen solchen gemeinsamen Wirtschaftsraum ins Auge zu fassen. Bin allerdings bei den Verhandlungen über die Assoziierung der Ukraine an die Europäische Union schon nicht besonders weitergekommen, weil sich dort von russischer Seite wenig Bewegung gezeigt hat, die notwendigen Zollfragen zu klären. Und der russische Präsident immer ein Prä für seine eigenen Wirtschaftsräume gegeben hat. Und insofern werden Sie ihn sicherlich darauf auch aufmerksam gemacht haben bei Ihren Gesprächen. Die nächste Frage. Ich hatte schon gesagt, dass ich heute mit Nachfragen sehr restriktiv sein werde. Ich habe auch tatsächlich von den Fraktionen sehr viele Kollegen gemeldet. Und jetzt ist der Kollege Frank Schwabe, SPD, der Nächste, der eine Frage stellt. Frau Bundeskanzlerin, Ausbeutung Made in Germany, das ist eine Kampagne der Zivilgesellschaft in Deutschland rund um die Initiative Lieferkettengesetz. Und wir haben das ja verabredet gemeinsam im Koalitionsvertrag, dass ein Lieferkettengesetz
kommen soll. Ich kann das jedenfalls sagen für die Fraktion hier als Koalitionspartner, dass diese Fraktion geschlossen steht und entschlossen für ein solches Lieferkettengesetz ist. Weil das Thema Menschenrechte eben ein umfassendes Thema ist. Es geht natürlich darum, dass Menschen nicht getötet, Menschen nicht gefoltert werden dürfen. Es geht aber auch um die Würde von Arbeit, darum, dass Menschen nicht krank gemacht werden dürfen und sozusagen nicht unwürdig in Arbeit verbleiben dürfen. In der CDU-CSU-Fraktion scheint mir das ungeklärt zu sein. In ihrer Regierung ist es so, dass Herr Müller und Herr Heil dafür sind und Herr Altmaier Probleme hat mit diesem Gesetz. Und ich würde gerne wissen, wie Sie das persönlich handhaben. Wie ist Ihre Position zum Lieferkettengesetz? Wird es das Lieferkettengesetz in dieser Legislaturperiode geben? Und sind Sie persönlich dafür, dass es kommt? Ja, finde ich auch eine sehr gute Frage. Denn ich bin für das Lieferkettengesetz und es ist auch gut, dass das hier zur Sprache kommt. Und wir haben das auch sowohl im Koalitionsvertrag verabredet, aber wir haben es auch natürlich jetzt in Angriff genommen. Ich erkundige mich eigentlich täglich nach dem Stand der Gespräche. Und es ist ja so, wenn drei Minister in einem engen Kontakt sind, und das sind sie wirklich, dann kann nicht die Position von einem oder von zwei Ministern als die richtige gesetzt sein und die Position eines anderen Ministers als die falsche. Alles, was im Koalitionsvertrag verabredet ist, ist die Union bereit umzusetzen. Und auch ich persönlich, dort ist von einer zusätzlichen zivilrechtlichen Haftung nicht die Rede. Wir haben uns auch nicht auf die Größe der Unternehmen vereinbart. Und deshalb gibt es darüber Diskussionen. Und das können Sie vielleicht auch verstehen, denn ich meine, die Frage, ob man ein kleines mittelständisches Unternehmen und inwieweit man es in Haftung nimmt für Dinge, die irgendwo auf der Welt vorgehen, da muss man schon aufpassen, dass man hier nicht zu weitgehende Verpflichtungen eingeht, denn es muss für ein mittelständisches Unternehmen auch noch nachvollziehbar sein, was irgendwo anders auf der Welt passiert. Und wenn jemand irgendwo Kupfer verarbeitet, dann kann man nicht bis sozusagen in die dritte Reihe hier die Verantwortung ziehen. Nun sind da Fortschritte erzielt worden, große Fortschritte, aber es gibt immer noch einige ungeklärte Fragen. Ich hoffe, auch wenn Frau Esken neu schon ganz deprimiert gesprochen hat, ich hoffe, dass wir immer noch ein Lieferkettengesetz zusammenkriegen, denn wir würden dann immer noch einen wichtigen Schritt tun. Wenn man mit einem Schritt aber alles will, was man so als Ideal hat, dann wird es eben schwieriger. Aber ich arbeite daran, dass wir noch vorankommen. Nachfrage, Herr Kollege. Frau Bundeskanzlerin, Sie wissen, dass es gar nicht um ganz kleine mittelständische Unternehmen geht, sondern da reden wir über bestimmte Größenordnung. Und Sie können mal ganz beruhigt sein. Die SPD ist. Ich bin total beruhigt, aber machen Sie sich keine Sorgen. Nein, weil Sie Frau Esken adressiert haben, Frau Bundeskanzlerin. Wir sozusagen sind geschlossen und sehr engagiert für dieses Gesetz. Wenn Sie das haben wollen, kriegen Sie von uns die entsprechende volle Unterstützung. Aber es ist ja auch am Ende klar, dass die Menschen, die entrechtet sind in bestimmten Ländern und keine Möglichkeiten haben, auf der nationalen Ebene zu klagen, dass sie am Ende ein Klagerecht brauchen, weil dieses Gesetz ja nicht unverbindlich bleiben darf, sondern es auch Zähne haben muss. Und deswegen frage ich Sie nochmal persönlich, sind Sie dafür, dass zum Beispiel die Näherin in Bangladesch am Ende die Möglichkeit bekommt, dann, wenn ihre Menschenrechte massiv verletzt werden durch deutsche Unternehmen, die Chance hat, auch zivilrechtlich dagegen vorzugehen? Das hängt von der Konstellation ab. Das muss ich Ihnen jetzt ganz offen sagen, wer für wen verantwortlich ist. Es wird ja nicht die Näherin klagt. Die kann ja heute schon nach ihren nationalen Gesetzen klagen, auch das Unternehmen verklagen. Sondern es ist die Frage, ob nach deutschem Recht ein deutsches Unternehmen verklagt werden kann, weil irgendwo anders etwas passiert ist. Und jetzt sage ich Ihnen mal, es geht sehr wohl um die Zahl von 500 Beschäftigten oder ob wir mit höheren Beschäftigten anfangen. Es geht um Zeitschienen, es geht um die zivilrechtliche Haftung nach deutschem Recht. Und all diese Punkte müssen wir besprechen. Und wenn man jetzt sagt, Bußgelder zum Beispiel scheiden aus, dann ist das halt keine gute Sache. Aber ich möchte eigentlich durch meine Einlassung jetzt nicht die Verhandlungen komplizieren. Die sitzen nämlich viele Stunden zusammen und mühen sich um eine Einigung. Danke sehr. Die nächste Frage stellt die Kollegin Christine Aschenberg-Dugnus, FDP. Vielen Dank, Herr Präsident, Frau Bundeskanzlerin. Wie bewerten Sie die Kommunikation, aber vor allen Dingen auch die Vorgehensweise bei der kostenlosen Abgabe der FFP2-Masken an über 60-Jährige, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass sich bereits vor dem offiziellen Termin als auch seit gestern sehr, sehr lange Schlangen vor den Apotheken gebildet haben und wir ja eigentlich sagen, dass gerade die Gruppe der über 60-Jährigen jetzt nicht noch extra
rausgehen soll, sondern eher zu Hause bleiben soll. Wäre es nicht besser gewesen, an diese Gruppe die FFP2-Masken zu versenden? Ja, das wird in einem zweiten Schritt auch geschehen. Wir wollten aber auch jetzt noch ein Angebot machen, das übrigens sehr, sehr gut angenommen wird, wie man ja an den Wartenden auch sieht, was gestern auch im großen Ganzen mit Ausnahmen, das gebe ich zu, gut geklappt hat. Und ich glaube, dass gerade auch ältere Menschen über 60 immer wieder auch Besorgungen machen im Einzelhandel und dann vielleicht auch die Apotheke aufsuchen. Und dass so viele gekommen sind, zeigt ja, dass es ein Angebot ist, was angenommen wird. Und deshalb finde ich erstmal, dass es ein sehr, sehr guter und wichtiger Schritt ist. Und der Rest der Masken wird dann anderweitig auch verteilt werden. Aber als ersten Schritt unterstütze ich das. Nachfrage bitte, Frau Kollegin. Ja, wir unterstützen den Schritt auch. Aber ich wiederhole noch mal, Apotheker berichten mir von chaotischen Verhältnissen, dass sich wirklich sehr, sehr lange Schlange bilden, dass auch das Apothekenhopping ja nicht verhindert werden kann, weil der Ausweis vorgelegt wird. Und deswegen wäre es nicht besser gewesen, denn wir versuchen doch der Bevölkerung darzulegen, möglichst zu Hause zu bleiben. Und es gehen halt viele jetzt in die Apotheken ausschließlich, nicht zum Einkaufen, sondern um sich die Masken abzuholen. Und deswegen nochmal die Frage, hätte man nicht darüber nachdenken sollen, gerade in der jetzigen Zeit eher auf eine Versendung zu gehen? Wir standen vor der Frage, vor Weihnachten nichts zu tun oder dies zu tun und haben uns dafür entschieden. Alle, die jetzt sagen, ich bleibe lieber zu Hause, ich möchte die jetzigen Masken nicht haben, werden im Januar Masken bekommen, die auf einem anderen Wege und auch dann auch mit fälschungssicheren Dokumenten verbunden sind, sodass da auch kein Missbrauch betrieben werden kann. Wir haben uns jetzt entschieden für dieses Angebot, weil es das war, was machbar ist. Und dann würde ich sagen, wenn so viele Menschen dieses Angebot wahrnehmen wollen, war es vielleicht auch nicht ganz so falsch. Danke sehr. Katrin Staffler, CDU-CSU, hat als Nächste das Fragerecht. Ja, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, Sie haben zu Recht beschrieben, dass die Einigung beim mehrjährigen Finanzrahmen ja durchaus eine Mammutaufgabe war, auch im Vorfeld als solche bezeichnet worden ist. Deswegen ist es, glaube ich, ein großer Erfolg, dass es jetzt drin ist, die Einigung herbeizuführen. Im Übrigen an der Stelle auch ein Dankeschön mal für die Durchhaltefähigkeit und das Verhandlungsgeschick an der Stelle. Ich habe nur eine Minute. Mit der Einigung ist jetzt der Weg frei zu einer innovativen, einer digitalen, einer nachhaltigen Europäischen Union. Das war uns als Fraktion bei den Verhandlungen immer wichtig, dass wir die Europäische Union fit für die Zukunft machen. Das heißt für mich Investitionen in Forschung, Innovationsfähigkeit und natürlich eine widerstandsfähige und nachhaltige Wirtschaft. Deswegen würde mich interessieren, inwieweit Sie mit der finanziellen Hinterlegung dieser Bereiche jetzt auch zufrieden sind. Ja, also ich bin jetzt mal von unserem deutschen Vorschlag ausgehend, der sicherlich auch zu den ersten in der Europäischen Union gehört, sehr froh, dass wir einen großen Teil für Klimafinanzierung ausgeben. Es waren gefordert, glaube 37%, und wir sind über 40%. Wir haben für die Digitalisierung einen höheren Betrag, als erwartet wird. Wir haben auch für soziale Folgen der Pandemiebekämpfung einen Posten und für die Verbesserung unseres Gesundheitswesens. Also ich glaube, alles in allem setzen wir die richtigen Schwerpunkte. Und was mir ganz besonders wichtig ist, wir haben auch finanzielle Beträge bereitgestellt, um deutsch-französische Projekte voranzubringen. Ich habe mit dem französischen Präsidenten verabredet, dass wir in den Bereichen künstliche Intelligenz, Mikroelektronik und anderen, Cloud Computing, Wasserstoffstrategie, gemeinsame Vorhaben sozusagen entwickeln und die dann aber auch als europäische Projekte von großer Bedeutung, diese IPCEs, anbieten, sodass sie auch offen für andere Länder sind. Und wir werden anschließend an die Agenda Zukunft Fessenheim hier auch Ansiedlungen haben, die gerade auch dieser Region helfen, der deutsch-französischen Region. Annie Jung und andere haben dafür ja auch gearbeitet. Und insofern freue ich mich, dass uns das mit Frankreich gemeinsam gelungen ist. Also über unseren eigenen Beitrag noch Gelder zu reservieren im Haushalt, die deutsch-französischer und damit auch europäischer Zusammenarbeit dienen. Danke sehr. Dr. Gesine Lötsch, die Linke, stellt die nächste Frage. Vielen Dank, Herr Präsident. Frau Bundeskanzlerin, in der vergangenen Woche am Freitag wurde ja hier ein Rekordhaushalt beschlossen, die Schuldenbremse ausgesetzt und sie soll ab 2020 wieder gelten. Nun ist die Frage, dass ja spätestens dann
die Frage ganz deutlich stellt, wer soll die Pandemierechnung bezahlen? Soll es Ihrer Meinung nach Einschnitte geben im sozialen Bereich? Oder wollen Sie dafür sorgen oder sorgen lassen, dass es eine Einnahmeerhöhung gibt, zum Beispiel indem man die Vermögenden, die Multimillionäre und Milliardäre stärker heranzieht? Ich glaube, dass die Hauptaufgabe ist, um dann wieder eine gute und eines Tages wieder eine ausgeglichene, also zuerst innerhalb der Schuldenbremse und dann wieder in einen ausgeglichenen Haushalt zu bekommen, dass die Kernaufgabe heißt, wie schaffen wir Wachstum? Denn über Wachstum können wir auch mehr Einnahmen generieren und das wird die Strategie sein, der ich mich verpflichtet fühle. Nachfrage? Ja, vielen Dank, Herr Präsident, Frau Bundeskanzlerin. Meine Nachfrage lautet, wir haben ja heute gehört, dass der Sozialverband VDK, den wir ja alle kennen und unterstützen und schätzen, den Vorschlag einer Vermögensabgabe unterbreitet hat. Wie bewerten Sie diesen Vorschlag? Ich will vielleicht noch hinzufügen, anschließend an die letzte Antwort, dass wir keine Einschnitte bei sozialen Ausgaben planen, damit es klar ist, also damit hier keine Legenden gestrickt werden, weil ich das nicht gesagt habe. Und zweitens, an eine Vermögensabgabe denke ich und ich denke meine Fraktion nicht. Die nächste Frage stellt die Kollegin Anja Heidjuk, Bündnis 90 Die Grünen. Wir wollen keine Vermögensabgabe, falls Sie es dann besser in Erinnerung behalten. Aber wenn die Linke erlaubt, würde ich jetzt trotzdem das Fragerecht an die Kollegin Heidjuk geben. Vielen Dank, Herr Präsident, Frau Bundeskanzlerin. Unternehmen, die ab heute, dem 16. Dezember, Corona-bedingt von dem Zwang zur Betriebsschließung betroffen sind, erhalten keine Dezemberhilfen, die sich am Umsatz orientieren. Wie die Unternehmen, die aber seit November, ich nenne das jetzt mal vom Lockdown Light, betroffen sind, sondern sie können nur eine Fixkostenhilfe beantragen. Damit bekommen Unternehmen wie zum Beispiel Friseure für die gleiche Maßnahme der Corona-bedingten Schließung ganz unterschiedliche finanzierende Hilfen, wie zum Beispiel Gastronomen. Wie rechtfertigen Sie diese Ungleichbehandlung bis zum Zeitraum Ende des Jahres? Und führt diese Ungleichbehandlung von an sich Gleichem nicht zu großen Ungerechtigkeiten und gegebenenfalls auch Rechtsstreitigkeiten? Also um es vorweg zu sagen, Rechtsstreitigkeiten kann man ja in Deutschland nie ausschließen. Aber wir haben uns das natürlich überlegt. Die Unternehmen, die von der Schließung im November und Dezember betroffen sind, sind das über einen sehr langen Zeitraum. Es sind auch Unternehmen mit einer bestimmten Charakteristik, aber Sie haben recht, es kann auch analoge Gegebenheiten geben für die Unternehmen, die im jetzigen Zeitraum betroffen sind. Das ist eine sehr kurze Zeit, das ist der halbe Dezember und nicht November und Dezember ganz. Ab Januar gilt für alle dann wieder, für alle, auch die, die von der November- und Dezemberhilfe betroffen waren, die Überbrückungshilfe 3. Und wer jetzt durch die Einschnitte im Dezember einen Umsatzeinbruch von mehr als 40% haben sollte, es kann ja ganz spezifische Situationen geben, der hat nach der Überbrückungshilfe 3 nochmal Anspruch auf den Mechanismus der November-Dezember-Hilfe. Und in dieser Kombination glauben wir, und der zum Teil auch Unterschiedlichkeit der Betroffenen, glauben wir, dass wir ein Instrument geschaffen haben, was nachhaltig ist und trotzdem gerecht. Nachfrage, Frau Heidjuk. Ja, ich würde gerne noch eine Nachfrage stellen. Ist es richtig, dass die neuen Hilfen, die jetzt ab heute greifen, so wie wir das im Wirtschaftsausschuss gehört haben, die ja jetzt wirksam werden, die Maßnahmen ab Dezember, dass diese erst ab März 2021 bearbeitet werden? Und können Sie wenigstens hier heute sicherstellen, dass die Abschläge der neuen Hilfen noch im Dezember für die sehr stark betroffenen Unternehmen ausgezahlt werden können? Also ehrlich gesagt, ehe ich hier irgendwas Falsches sage und den Ausführungen der Bundesregierung im Wirtschaftsausschuss widerspreche, würde ich Ihnen das gerne schriftlich nachreichen. Ich denke, dass die Bundesregierung die Wahrheit gesagt hat, das, was Sie zur Stunde wissen in dem Wirtschaftsausschuss. Und ich merke mir Ihre Frage noch mal. Also erstens, ob es im Dezember noch einen Abschlag gibt für die Hilfen im Januar? Also für die Hilfe jetzt
zwischen 14., also zwischen heute und dem Ende des Jahres? Und zweitens, ob es erst März wird, wo die genau ausgezahlten Hilfen gegeben werden können. Ich will noch mal darauf hinweisen, es wird ja viel diskutiert. Ich liefere Ihnen das präzise noch mal nach, gucke, was sonst dazu gesagt wurde. Aber ich will nur deutlich machen, es wird ja oft sehr gesagt, warum dauert das alles so lange und so weiter. Zum Beispiel, wenn Sie Kurzarbeit anmelden im November, dann gibt es überhaupt die Informationen erst im Dezember über die Frage, wer hat wie viel Kurzarbeit gehabt. Im Dezember gibt es sie erst im Januar. Also eine spitze, präzise Abrechnung ist überhaupt in dem laufenden Monat nicht so einfach möglich. Mal ganz davon abgesehen, dass für die November- und Dezemberhilfen auch die Fragen, wie genau die Umsätze waren im Jahr davor, dass die Auskünfte darüber auch eine bestimmte Zeit in Anspruch nehmen. Das ist aber keine Antwort auf Ihre Frage, sondern nur eine Nebenbemerkung. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt der Kollege Uwe Witt, AfD. Vielen Dank, Herr Präsident. Frau Bundeskanzlerin, Sie beabsichtigen, um eine Immunisierung der Bevölkerung zu erreichen, alle Einwohner unseres Vaterlandes zu impfen. Das Bundesministerium für Gesundheit hat bislang, wie bitte? Eine Immunisierung. Ja. Ja, okay. Das Bundesministerium für Gesundheit hat bislang drei verschiedene Arten von Impfstoffen geordert. Es handelt sich einmal um den von BioNTech und Pfizer entwickelten mRNA-basierten Impfstoff, der gentechnisch manipuliert ist. Und er schützt ja bekanntlich nicht vor einer Infektion mit SARS-CoV-2, sondern soll nur den Schweregrad einer möglichen Erkrankung reduzieren. Das bedeutet, Sie müssen auch weiterhin eine Mund-Nasen-Abdeckung tragen. Die anderen beiden Impfstoffe sind klassisch, das heißt entweder als Totimpfstoff oder aber als Vektorimpfstoff hergestellt, um so eine körpereigene Immunisierung hervorrufen. Das Tragen einer Maske wird dadurch bei ausreichender Durchimmunisierung der Bevölkerung hinfällig. Nun zu meiner Frage. Plant die Bundesregierung, unsere Bürger ausreichend über die unterschiedlichen Wirkungsarten der Impfung zu informieren? Und werden unsere Bürger darüber in Kenntnis gesetzt, welchen Impfstoff sie da verabreicht bekommen? Dankeschön. Ja, also wir werden natürlich jede Transparenz anwenden, zumal die Hersteller schon bei der Zulassung ja dazu verpflichtet sind, vielerlei Angaben zu machen. Also was ist der Sachverhalt? Die Bundesregierung hat über die Bestellung der Europäischen Kommission bei 6 Herstellern Impfstoffe gebucht, sozusagen, falls die fertig werden und zugelassen werden. Das sind 3 mRNA-Impfstoffe von Moderna, CureVac und BioNTech, Pfizer am schnellsten wahrscheinlich die Zulassung. Dann gibt es 3 andere Sorten von Impfstoffen, Johnson & Johnson, Sanofi und AstraZeneca. AstraZeneca mit der Aussicht, dass man relativ bald auch eventuell eine Zulassung bekommt. Über das Wesen dieser Impfstoffe kann sich jeder Bürger informieren. Die Bundesregierung stellt natürlich diese Informationen auch bereit. Und gleichzeitig hängen wir natürlich davon ab, was die Zulassungsbehörden dann sagen, für welche Gruppen diese Impfstoffe jeweils geeignet sind. Deshalb kann man eine Impfstrategie auch nicht einfach einmal als Gesetz festlegen, sondern muss immer wieder gucken. Wir haben noch keine Daten über Kinder und Ähnliches. Warum Masken tragen? Masken tragen deshalb, weil man weiß, dass der Krankheitsverlauf vielleicht gar nicht oder etwas leichter stattfindet für den, der geimpft ist. Man aber nicht weiß, ob das Virus an andere noch weitergegeben werden kann. Das muss weiter erforscht werden. Und deshalb ist das Maskentragen schon allein aus diesem Grunde notwendig. Und wir streben eine Herdenimmunität an. Die muss allerdings eines Tages, damit die Pandemie verschwunden ist, weltweit gelten. Und da sagen uns die Wissenschaftler, dass das 65-70% der zu Impfenden geimpft werden müssen. Dann kann immer noch individuell jemand erkranken, aber das Virus wird sich nicht mehr so ausbreiten, wie es das jetzt zurzeit tut. Vielen Dank. Nachfrage, Herr Kollege? Ja, bitte. Sie räumen also jetzt ein, das habe ich jetzt richtig verstanden, dass es sein kann, dass die Bevölkerung wahrscheinlich das ganze Jahr weiterhin Atemschutzmasken tragen muss. Die Frage: Haben unsere Bürger die Wahl, den Impfstoff, mit dem sie geimpft werden, sich auszusuchen? Also tragen sie das Risiko, mit einem genmanipulierten Impfstoff geimpft zu werden, was Sie gerade eingeräumt haben, über den keine Langzeitergebnisse und Studien erfolgt sind? Oder können Sie sagen, okay, nein, ich möchte jetzt in der ersten Stufe nicht mit dem genmanipulierten Impfstoff geimpft werden, sondern ich möchte gerne warten, bis die traditionellen Impfstoffe hergestellt sind, die eine gewisse Sicherheit und Grundimmunisierung auch bieten? Dankeschön. Ja. Also erstens, ich
erahne aus Ihrer Frage, dass Sie kein besonderer Freund des Impfens sein könnten. Aber wenn Sie ansonsten alle Impfstoffe akzeptieren, nur nicht die mRNA-Impfstoffe, dann kommt sicherlich auch für Sie als jemand, der gerne einen anderen Impfstoff hat, die Zeit, wo Sie diesen Impfstoff auswählen können. Ich glaube schon, dass das so ist. Es soll auch Menschen geben, die, das sage ich vollkommen neutral, wir wollen nämlich keine Impfpflicht einführen, die eben sich nicht werden impfen lassen. Wenn das mehr als 40, 50, 60% der Bevölkerung sein sollten, dann werden wir noch sehr lange eine Maske tragen müssen. Zwar sehr viel länger als das, weil wir dann die Herdenimmunität nicht erreichen oder wenn das in anderen Ländern der Welt passiert. Das liegt in der Natur der Sache. Das Impfen können Sie zu dem Zeitpunkt, wir haben eine Priorisierung, wenn aber nachher alle Impfstoffe da sind in ausreichender Menge, dann wird sicherlich auch die Möglichkeit bestehen, dass man sagt, man möchte diesen Impfstoff und nicht den anderen. Wir werden allerdings auch sagen, welche Impfstoffe für welche Gruppe vielleicht am besten geeignet sind. Das wissen wir heute noch nicht. Und dann würde ich Sie bitten, dem Sachverhalt entsprechend nicht von irgendwelchen genmanipulierten Dingen zu sprechen. Das ist ein Impfstoff, der genetische Komponenten enthält und damit sehr präzise funktionieren könnte, so jedenfalls die jetzigen Laborergebnisse oder Versuchsergebnisse der Phase-3-Studien. Danke sehr. Die nächste Frage stellt die Kollegin Susan Rüttrich, SPD. Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, im Koalitionsvertrag haben wir ja vereinbart gemeinsam, dass wir die Kinderrechte als Grundrechte ins Grundgesetz aufnehmen. Eine Arbeitsgruppe aus Bund und Ländern, damit bekanntermaßen ja auch unter CDU-CSU-Beteiligung, hat Vorschläge erarbeitet. Auf deren Basis hat die Justizministerin Christine Lambrecht bereits 2019 einen Formulierungsvorschlag gemacht. Wir in der SPD-Bundestagsfraktion halten den für eine geeignete Grundlage für die parlamentarische Befassung. Allerdings erreichte uns bisher kein geeinter Regierungsentwurf, dem auch die Unionshäuser zugestimmt hätten. Frau Bundeskanzlerin, wie wollen Sie in Ihrer Richtlinienkompetenz mit dafür sorgen, dass es noch in dieser Legislatur zu einem Kinderrecht im Grundgesetz kommt, dass die Beachtung des Kindeswohls... Was habe ich gesagt? In dieser... Nein, Herr Schäuble hat sich über meine Richtlinienkompetenz, glaube ich, etwas gefreut. Also, wie wollen wir dafür sorgen? Wie möchten Sie dafür sorgen, dass wir noch in dieser Legislatur ein Kinderrecht im Grundgesetz haben, unter Beachtung des Kindeswohls, das zum Grundrecht zu machen und natürlich unter dem hoffentlich geteilten Anspruch, dass die drei Bereiche der Kinderrechtskonvention, nämlich Schutz, Förderung und Beteiligung und die ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht abgeschwächt werden. Vielen Dank. Also ich glaube, wegen des Koalitionsfriedens ist die Richtlinienkompetenz sozusagen begrenzt, weil wir kooperativ arbeiten und gemeinsame Ergebnisse erzielen wollen zum Wohle aller Koalitionspartner. Ich bin informiert, dass heute Nachmittag, glaube ich, eine Besprechung der Ministerin Lambrecht mit dem Minister Seehofer und Herrn Wiese und Herrn Frey stattfindet, wo man sich genau diesem Thema wieder widmet. Wir sind fest entschlossen, einen Kompromiss zu finden. Zuzüglich zu den von Ihnen genannten Komponenten, die ich alle für wichtig halte, spielen in unseren Überlegungen auch die Eltern noch eine Rolle. Und wenn wir diese Dinge gut zusammenbekommen, finden wir auch eine Lösung. Frau Rüttrich, möchten Sie noch eine Nachfrage stellen? Muss nicht sein. Es muss nicht sein. Die Elternrechte sind an keiner Weise angegriffen, da die ja in der Regel diejenigen sind, die für ihre Kinder die Rechte umsetzen und demzufolge höchstes Interesse daran haben. Deswegen kann ich Ihnen von der Stelle Zustimmung signalisieren, dass wir sowohl die Kinderrechte wie Vielen die Dank. Elternrechte im Vielen Dank. Das ist doch schön. Dann kürzt die Koalitionsverhandlungen ab. Dann stellt die nächste Frage. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf. Wir sollten Fragestunde, Regierungsbefragung nicht zu sehr zu Koalitionsverhandlungen, um zu funktionieren suchen. Das sage ich in meiner Verantwortung als Präsident dieses Parlaments. Aber jetzt stellt die nächste Frage, völlig unverdächtig, dass es Koalitionsverhandlungen sein werden, der Kollege Reinhard Huben, FDP. Manchmal, Herr Präsident, hat ja vielleicht die Opposition auch Interesse, einen Einblick in das Innenleben der Regierung zu bekommen. Ja, aber Frau Bundeskanzlerin, wissen Sie nicht, dass die Bereitschaft der Opposition,
in Zukunft auch Regierungsverantwortung zu tragen, dadurch zu sehr eingeschränkt wird. Frau Bundeskanzlerin, also aus meiner Erfahrung heraus scheint das Interesse in den Koalitionsfraktionen größer zu sein als bei den Oppositionsfraktionen. Aber zur Frage selbst. Soforthilfe, Wirtschaftsstabilisierungsfonds, Überbrückungshilfe 1, Überbrückungshilfe 2, Novemberhilfe, Dezemberhilfe, Überbrückungshilfe 3. Wir haben seit Krisenbeginn eine ganze Menge Unterstützungsmaßnahmen bekommen. Jedes Mal hat es eigentlich Probleme bei der Umsetzung gegeben, weil jedes Mal die Bedingungen geändert wurden. Inwieweit können wir davon ausgehen, dass jetzt die Maßstäbe der Überbrückungshilfe 3 der Weisheit letzter Schluss sind? Und warum sind einmal Fixkosten, auf der anderen Seite mal der Umsatz eigentlich die entsprechenden Kenngrößen für die Hilfen? Ja, ich glaube oder würde an der Stelle gern sagen, dass wir ja alle mit einer neuartigen Herausforderung konfrontiert sind, mit der wir noch nicht allzu lange Erfahrung haben. Und wir haben im Grunde zwei Sorten von Maßnahmen gehabt. Das eine waren die sehr umfassenden Schließungen im Frühjahr. Und das zweite waren dann die sehr sektoralen Schließungen bei Hotels und Gaststätten im November und Dezember. Und das dritte sind wieder sehr viel umfassendere Schließungen, wie wir sie jetzt zurzeit haben, ab Mitte Dezember. Und deshalb liegt es in der Natur der Sache, dass die Maßnahmen des Frühjahrs und die Maßnahmen, die jetzt sind, von der Philosophie her, also sich an den Fixkosten zu orientieren, sehr ähnlich sind. Dazwischen haben wir zwei Wirtschaftsbereiche herausgegriffen, die in einem sehr viel höheren Maß, inklusive der Kultur übrigens, die in einem sehr viel höheren Maße beitragen mussten, damit wir alle besser durch diese Pandemie kommen. Wir mussten dann lernen und wir müssen in dieser Pandemie flexibel sein. Ich glaube, wenn nach der Langzeitstrategie gefragt wird, dann heißt es immer wieder Flexibilität zeigen. Mit dem Virus kann man nicht verhandeln, sondern man muss es gucken, wie es sich verhält und darauf reagieren. Und diese Flexibilität dann auch anwenden. Und wir haben aus Schwächen der Überbrückungshilfe 1 gelernt. Wir haben die Überbrückungshilfe 3 daraus konzipiert. Das wird immer wieder so vorkommen. Aber von der Grundanlage ist sie der des Frühjahrs ähnlicher als der November- und Dezemberhilfe, weil, ich, wie ich sagte, schon hier zwei Sektoren der Wirtschaft sektoral herausgegriffen wurden. Danke sehr. Nachfrage, Herr Kollege. Vor dem Hintergrund, Frau Merkel, die Frage. Minister Altmaier hat am 28.10. hier an dieser Stelle gesagt, es ist zunächst einmal eine gute Nachricht, dass weniger Geld abgeflossen ist, als von vielen befürchtet. Er bezog das auf die Überbrückungshilfe 2. Darf ich Ihre Ausführungen dann so interpretieren, dass es eine gewisse Schönrednerei war, dass ausgerechnet die Überbrückungshilfe 2 offensichtlich nicht richtig angekommen ist? Naja, die Überbrückungshilfe 2 war ja der erste Versuch, auch größeren Unternehmen nicht nur Kredite und Darlehen zu geben, sondern auch Geld sozusagen, also wirklich Zuschüsse zu geben. Und da hat es in der Tat eine ganze Reihe von Anlaufschwierigkeiten gegeben mit sehr viel Bürokratie. Das ist dann im Oktober, wenn ich mich recht erinnere, nachgebessert worden. Und deshalb war es für mich, sagen wir mal, eine gute Nachricht, dass nicht ganz so viel abgeflossen ist, wie man vielleicht gefürchtet hat, weil sich die Wirtschaft ja auch im dritten Quartal wieder ganz gut entwickelt hatte. Aber ich sage mal auch, es gab da auch bürokratische Schwierigkeiten, die jetzt beseitigt wurden durch die Verbesserung. So meine Erinnerung jedenfalls. Danke sehr. Die nächste Frage stellt der Kollege Gunter Griechbaum, CDU-CSU. Frau Bundeskanzlerin, die deutsche Ratspräsidentschaft war und ist ein Erfolg dank Ihres persönlichen Einsatzes und auch des ganzen Teams, allen voran auch Herr Dr. Corsepius, den ich hier namentlich wirklich nennen möchte. Es ist gleich der Durchbruch an vielen Ecken und Enden gelungen, vor allem beim Thema Finanzen, Haushalt, Klima, aber vor allem auch beim Thema Rechtsstaatlichkeitsmechanismus. Und da erleben wir eben zunehmend und bekommen wir zunehmend ein Argumentationsproblem dahingehend, dass wir von Beitrittskandidaten die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien einfordern, aber eben hier innerhalb der Europäischen Union es nicht immer zum Besten damit bestellt ist. Deswegen, jetzt ist es gelungen. Meine Frage, wie denken Sie, dass dieser Rechtsstaatsmechanismus dann in der Praxis wirkt?
Ja, also ich glaube, dass wir jetzt auch beim Europäischen Rat Erfolge erzielen konnten, aber es sind auch viele der Kollegen im Kabinett haben viele Durchbrüche erreichen können. Ich will hier vielleicht nennen den Finanzminister, der auch die ESM-Reform auf den Weg gebracht hat. Also es gab viele Facetten, könnte andere Kollegen nennen. Zweitens, wir haben das Thema der Rechtsstaatlichkeit immer wieder und in einem Maße, wie wir es uns vielleicht vor 10 oder 15 Jahren nicht haben vorstellen können. Normalerweise haben die Verträge mit dem Artikel 7 eigentlich die Reaktion auf Verletzungen der Rechtsstaatlichkeit als Thema. Dieser Mechanismus ist aber so, dass die Artikel 7 Prozeduren im Grunde entweder nicht zu Ende geführt wurden bis jetzt oder sie können nicht erfolgreich sein, weil die Abstimmungsmodalitäten halt so sind, dass man selten zum Erfolg kommt. Deshalb ist das Thema Rechtsstaatlichkeit ganz besonders im Zusammenhang mit dem Budget noch einmal aufgekommen, denn gute Verwendung von Geldern bedeutet ja auch, dass man ein gutes rechtsstaatliches Umfeld hat. Das kann aber nur begrenzter sein. Das kann kein Ersatz für einen Vertragsartikel sein, sondern das ist dann auf der Sekundärrechtsebene. Und da haben wir jetzt, glaube ich, einen guten Weg gefunden, der dahingehend wirken kann, dass, wenn bestimmte Bedingungen verletzt sind in einem Mitgliedstaat, eben auch die Kommission das Recht hat, zu sagen, dass damit die Freigabe bestimmter Gelder nicht stattfinden kann, solange die Umstände nicht verbessert wurden. Aber es muss schon ein erkennbarer Zusammenhang zum Budget sein. Deshalb haben wir jetzt auch den Namen Konditionalitätsmechanismus entwickelt. Und es ist vereinbart, dass das Mitgliedsland dann, das es betrifft, in den Europäischen Rat gehen kann, dass der Europäische Rat darüber eine ausführliche Diskussion führt, aber keine unendlich lange Diskussion, sondern dass es dafür einen bestimmten Zeitrahmen gibt. Dann entscheidet die Kommission. Da es Zweifel gibt von Polen und Ungarn, ob dieser Konditionalitätsmechanismus nicht doch dem Artikel 7 widerspricht, dass der Rechtsdienst des Europäischen Rates hat das verneint, steht es diesen Ländern offen, zum Europäischen Gerichtshof zu gehen. Falls ein solcher Fall eintreten würde, dass einer der Mitgliedstaaten, ich weiß, dass ich zu lang bin, ich mache Spaß ein bei der nächsten Frage, falls ein Staat zu lang ist, falls ein Staat der Meinung ist, er muss zum Europäischen Gerichtshof gehen, wird die Kommission die Maßnahme nicht vollziehen. Sie hat sie ausgesprochen, aber wird sie nicht vollziehen, bis der Europäische Gerichtshof gesagt hat, ob der Mechanismus den Verträgen entspricht. So, jetzt habe Danke ich sehr. Ich unterstelle, Minute. Herr Kollege Griechbaum, dass die Ausführlichkeit der Antwort eine Nachfrage entbehrlich macht. Herr Präsident, es ist nur eine kurze Nachfrage, nämlich dahingehend, wir hatten nicht überall einen Durchbruch erzielen können, nämlich auch nicht beim Thema der Eröffnung der Beitrittsverhandlungen, der Beitrittskonferenz mit Nordmazedonien. Das ist schade und wir erleben immer wieder leider den Missbrauch, dass EU-Mitgliedsländer ihre Stellung missbrauchen gegenüber den Kandidatenländern, um bilaterale Forderungen durchzusetzen, um sie auf, man muss es im Klartext sagen, zu erpressen. Wie beurteilen Sie denn die Chancen, dass wir dann in naher Zukunft hier die Blockadehaltung Bulgariens beseitigen können? Ich hoffe, ich habe mit dem bulgarischen Ministerpräsidenten Bojko Borissow noch mal gesprochen, dass diese Fragen auch in naher Zukunft beigelegt werden können. Danke sehr. Die nächste Frage stellt der Kollege Fabio De Masi, Die Linke. Frau Bundeskanzlerin, der Wirecard-Skandal ist der größte Finanz- und Bilanzskandal der Nachkriegsgeschichte. 20 Milliarden Euro Börsenwert wurden vernichtet. Viele Kleinanlegerinnen und Kleinanleger haben häufig ihre kompletten Lebensersparnisse verloren. Über die Machenschaften des Wirecard-Managements, die mutmaßlich mit hoher krimineller Energie vorgegangen sind, gab es bereits früh internationale Presse. Berichte, zum Beispiel der Financial Times. Ein fleißiger Beamter aus dem Kanzleramt, Herr Papagiorgio, der hat ihn abgeraten davon, sich mit dem damaligen CEO von Wirecard, damals ein DAX-Konzern, zu treffen, aufgrund dieser Medienberichte. Und sie haben aber kurze Zeit später in China mutmaßlich beim mächtigsten Mann Chinas sich für dieses Unternehmen engagiert. Wie kann es denn sein, dass Sie dem damaligen Vorsitzenden von Wirecard, Markus Braun, ein Treffen verweigert haben aufgrund dieser Presseberichte, aber gleichzeitig sich in China für dieses Unternehmen eingesetzt haben?
Also, Herr Di Maso, ich werde ja noch ausführlich Gelegenheit haben, glaube ich, im Untersuchungsausschuss zu allen Einzelfragen zu berichten. Ich kann jetzt hier nur an der Stelle sagen, dass es bei mir sehr, sehr häufig vorkommt, dass aus den unterschiedlichsten Gründen mir abgeraten wird, mich mit allen zu treffen, die bei mir nachfragen, sich zu treffen. Das war also kein außergewöhnliches Ereignis. Und genauso kommt es vor, dass Unternehmen mich bitten, zu unterstützen bestimmte Aktivitäten. Also beides schließt sich nicht aus und den Rest machen wir im Untersuchungsausschuss. Danke sehr. Nachfrage. Sehr gerne. Nun ja, es ist ja etwas anderes, wenn Ihnen ein eigener Mitarbeiter abrät, sich mit der Unternehmensspitze zu treffen und dann lobbyiert man auf höchster Ebene in China. Aber dennoch, wir wissen, dass der flüchtige Manager Jan Marschalek einen Tag, bevor er geflohen ist, sich ganz entspannt mit einem ehemaligen hochrangigen Mitarbeiter des österreichischen Verfassungsschutzes beim Italiener in München getroffen hat, dass er engste Verbindungen zum österreichischen Verfassungsschutz unterhielt. Das wissen wir auch aus einem Ausschuss in Österreich. Ich frage Sie, haben Sie denn mal zum Hörer gegriffen und sich bei Herrn Kurz erkundigt, was die Österreicher bei uns so treiben in Deutschland? Nein. Also danke, ich habe schon mit Herrn Kurz gesprochen, aber nicht darüber. Danke sehr. Die nächste Frage stellt die Kollegin Margarete Bause, Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, Frau Bundeskanzlerin, während wir alle mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie beschäftigt sind, droht ein für die Zukunft sehr relevantes Thema unterzugehen, das EU-China-Investitionsschutzabkommen, bei dem insbesondere Sie darauf hinarbeiten, dass es noch in diesem Jahr während Ihrer Ratspräsidentschaft verabschiedet wird. Jetzt hat das Europäische Parlament gefordert, dass Produkte aus uigurischer Zwangsarbeit in China nicht auf den europäischen Markt gelangen dürfen. Und die Brisanz dieses Themas wurde ja erst in diesen letzten Tagen durch Berichte über die Zwangsarbeit in der Baumwollernte in Xinjiang deutlich. Ich gehe davon aus, dass Ihnen die schweren Menschenrechtsverletzungen an den Uiguren in Xinjiang im vollen Umfang bewusst sind. Die Volksrepublik China hat die ILO-Kernnormen gegen die Zwangsarbeit bisher nicht ratifiziert. Kann die EU, kann Deutschland aus Ihrer Sicht einem Investitionsabkommen zustimmen, wenn China diese zentralen ILO-Kernnormen nicht ratifiziert? Und halten Sie unter diesen Umständen eine Verabschiedung des Investitionsabkommens aus menschenrechtlicher Sicht für vertretbar? Ich finde es erstmal sehr gut, dass die Europäische Union, wann immer sie solche Investitionsschutzabkommen oder Freihandelsabkommen abschließt, auf diese Fragen der ILO-Normen zum Beispiel auch Wert legt. Und deshalb spielt das auch in den Gesprächen mit China eine Rolle. Und ich will jetzt, da bitte ich um Verständnis, weil wir mitten in den Verhandlungen sind, nicht Wenn-Dann-Fragen beantworten. Ich darf Ihnen nur sagen, dass wir diese ILO-Norm sehr ernst nehmen und eine gute Abwägung vornehmen werden. Im Übrigen sind mir die Vorwürfe im Blick auf die Uiguren sehr wohl bewusst. Danke sehr. Nachfrage, Frau Bause. Ja. Frau Bundeskanzlerin, wir sehen ja gerade in Hongkong, dass China noch nicht einmal völkerrechtliche Verträge achtet. Ist es nicht nötig, dass China zunächst in Hongkong ein Zeichen setzt, der Rückkehr zum Prinzip ein Land, zwei Systeme, bevor wir mit der EU ein solches Abkommen, also mit der EU, mit China ein solches Abkommen abschließen? Das sind ja immer sehr schwierige Abwägungen. Wir sehen natürlich mit großer Besorgnis, dass dieses Thema ein Land, zwei Systeme im Augenblick in Hongkong sehr brüchig wird, um es vorsichtig zu sagen. Aber auf der anderen Seite müssen wir immer versuchen, im Gespräch zu bleiben und die verschiedenen Institutionen, die wir haben, um darüber zu reden, von Rechtsstaatsdialog bis zu anderen Dingen, zu nutzen und auch meine Gespräche mit den Verantwortlichen, um für die Menschen, die dort betroffen sind, auch das Beste zu erreichen. Und in diesem Widerspruch von Werten, die wir teilen und die ich auch teile und den Interessen, die wir haben, aber auch der Frage, ob Gespräch mehr bringt als Nichtsprechen, das ist der Punkt, an dem wir sicherlich auch immer wieder politische Abwägungsentscheidungen treffen müssen. Danke sehr. Jetzt geht das Fragerecht an Martin Siechert, AfD. Herr Präsident, Frau Bundeskanzlerin, Gastronomiebetriebe bekommen bis zu 75% des Vorjahresumsatzes als Lockdown-Hilfen, während internationale Großkonzerne, die kaum Steuern hier in Deutschland zahlen und gezahlt haben, wie McDonald's und Starbucks, davon massiv profitieren, gehen mittelständische steuerzahlende Mischbetriebe wie beispielsweise die Brauereigaststätten leer aus.
Diese gehören aber elementar eigentlich zu unserer Kultur, werden seit Jahrhunderten hier in Deutschland in familiärer Atmosphäre betrieben und sind mit viel Fleiß aufgebaut worden. Was ist Ihre Botschaft für die Mitarbeiter und Inhaber dieser Brauereigaststätten, die diese Betriebe aufgebaut haben? Warum bekommen Brauereigaststätten im Gegensatz zu McDonald's keine Förderung? Hält die Bundesregierung amerikanisches, industriell gefertigtes Junkfood für wichtiger wie selbst hergestellten zarten Sauerbraten und selbst hergestelltes Bier? Definitiv nicht. Deshalb haben wir auch gestern zum Beispiel in unserer Fraktionssitzung sehr ausführlich über dieses Thema diskutiert und suchen Möglichkeiten, wie hier auch Gerechtigkeit und an die Situation Angepasstheit realisiert werden kann bei den November- und Dezemberhilfen. Ein Beitrag dazu ist ja, wenn es bestimmte Umsatzeinbußen, die waren früher sehr viel höher gelegt, jetzt bei 40% im November oder Dezember gibt, dass dann auch Hilfen geleistet werden können. Der Bundeswirtschaftsminister hat gestern in dem Kontext gesagt, dass er sich die Dinge auch noch mal anschaut. Also ich habe ein hohes Interesse daran, dass traditionsreiche Unternehmen diese Brücken genauso bekommen wie solche Unternehmen, die noch nicht so lange existieren. Nachfrage, Herr Sichert. Ja, Nachfrage. Sie haben das gerade sehr schön ausgeführt. Das heißt, können sich, ganz konkret gefragt, die Brauereigaststätten darauf verlassen, dass sie entsprechend noch eine Förderung im Nachhinein bekommen für die Umsatzausfälle von November und Dezember? Können Sie das hier so zusagen? Ich kann das so freihändig nicht zusagen. Ich kann nur sagen, dass wir uns das genau angucken und dass die Argumente, die gestern gesagt wurden, mir sehr seriös erschienen. Danke sehr. Die nächste Frage stellt die Kollegin Katja Maas, SPD. Frau Bundeskanzlerin, Herr Minister Heil hat klargemacht, dass der Mindestlohn eine Erfolgsgeschichte ist aufgrund der Evaluierung, die durchgeführt wurde, weil er dafür sorgt, dass Millionen von Menschen mehr Geld in der Tasche haben, wenn sie arbeiten gehen. Er schützt damit Wert und Würde der Arbeit. Nach 5 Jahren ist es aber notwendig, ihn noch besser zu machen. Minister Heil schlägt dafür vor, aufgrund der Evaluierung und dem Richtwert der EU-Kommission, ihn gleich gesetzlich stärker an der allgemeinen Lohnentwicklung zu orientieren und an der Mitte zu orientieren. So landen wir bei ungefähr 12 Euro Mindestlohn. Sind Sie bereit, dafür das Mindestlohngesetz zu ändern? Nein, ich halte die. Ja, ich muss leider. Also der Beifall galt, glaube ich, nicht meinem Nein, sondern der Fragerin. muss sagen, so sehr ich immer bedauert habe, dass es zu einem Mindestlohn kommen musste, weil die Tarifautonomie nicht mehr stark genug ausgeprägt war. So sehr habe ich es jetzt begrüßt, dass wir Anpassungen bis in das Jahr, glaube ich, 22 oder 23 sogar vornehmen konnten, weil also für die nächsten Jahre die Mindestlohnkommission sich schon geeinigt hat. Das ist eine Ankopplung an die allgemeine Lohnentwicklung. Das ist ja der Mechanismus, den die Mindestlohnkommission sich unabhängig gewählt hat. Jetzt kommt durch die europäischen Vorschläge der Kommission dieses Medianeinkommen dazu. Und hier, glaube ich, habe ich Bedenken, das einfach so zu machen, weil wir schon abwägen müssen, was wir für Verdrängungseffekte haben und was das dann für andere Lohngruppen bedeutet, wie viele Arbeitsplätze gegebenenfalls verloren gehen könnten. Also ich kann Ihnen da nicht so zustimmen, wie Sie schon überzeugt sind. Sehr schade. Danke sehr. Ja. Ich würde gerne noch mal nachfragen. Frau Bundeskanzlerin, da die Einführung des Mindestlohns ja keine Jobs vernichtet hat, das ist ja, glaube ich, etwas, was im Nachhinein eine wichtige Erkenntnis ist, weil ja viele Volkswirtschaftler von Millionen von Arbeitsplätzen gesprochen hatten, die verloren gehen. Und wir im europäischen Vergleich, wenn wir den Medianlohn angucken, ungefähr bei 50% landen und die EU-Kommission den Richtwert von 60% vorschlägt und wir deshalb als stärkste Volkswirtschaft in der Europäischen Union auf den ganz hinteren Rängen im Vergleich zu unseren Nachbarländern landen, ist meine Frage, ob das nicht ein Grund wäre, vielleicht Ihre Haltung noch mal zu überdenken. Schauen Sie, das sind Dinge, über die eine Bundeskanzlerin verpflichtet ist, immer nachzudenken. Und ich habe mich nach reiflichem Überlegen damals auch entschieden, bei dem Mindestlohn mitzumachen. Ich glaube, wir haben
eine sehr gute Höhe gefunden, die eben nicht zu den vorausgesagten Effekten führt. Ich bin auch weit davon entfernt, allen Cassandra-Rufern an der Stelle sofort nachzugeben. Aber den Sprung von dem, was wir für die nächste Zeit vereinbart haben, zu 12 Euro, den würde ich nicht unterschätzen und bin deshalb da problembewusster oder sehe das kritischer als Sie. Danke sehr. Dr. Florian Tonka, FDP, stellt die nächste Frage. Ja, Frau Bundeskanzlerin, der Kollege De Masi hat Sie ja schon angesprochen auf Ihr Engagement für das Unternehmen Wirecard in China. Ich will das noch mal etwas einordnen. Für Wirecard war über Jahre hinweg entscheidend, dass man Tochtergesellschaften im Ausland zugekauft hat. Das haben die in großer Zahl gemacht, weil sich dahinter Scheinumsätze haben verstecken lassen und weil man den Investoren diese Zukäufe immer als Erfolgsgeschichte verkaufen konnte. So geschah es auch nach dem von Ihnen mitvermittelten Zukauf von AltScore in China. Das hatte also, diese Zukäufe hatten also eine Relevanz auch fürs Aufrechterhalten dieses Betrugsmodells. Nun ist es ja so, dass speziell bei dem Fall AltScore in China es nicht nur Bedenken gab im Kanzleramt gegenüber Wirecard, die auch aktenkundig sind, sondern dass zusätzlich zwei Tage vor ihrer Abreise nach China einer ihrer früheren Minister, Karl Theodor zu Guttenberg, ein persönliches Gespräch, das er mit ihnen führen durfte, genutzt hat, um am Rande dieses Gesprächs seinen geschäftlichen Tätigkeiten für Wirecard nachzugehen. Und ich glaube, dass das ein Unterschied ist zu dem Routinevorgang, den Sie sich bei Herrn De Masi bemüht haben darzustellen. Und ich möchte Sie fragen, ob Sie das eigentlich korrekt fanden, auf die Bitte von Herrn zu Guttenberg in der Weise einzugehen, wie Sie das getan haben und ob es nicht aus Ihrer Sicht auch Anlass wäre, hier an dieser Stelle mal Selbstkritik bezüglich Ihres Engagements in China für dieses Unternehmen zu üben. Vielleicht nur noch mal zur Information, dass wir haben ja heute den Gesetzentwurf zur Stärkung der Finanzmarktintegrität im Kabinett gehabt, weil wir aus verschiedenen Dingen, die natürlich nicht gut gelaufen sind im Zusammenhang mit Aufsichtsfragen bei Wirecard, auch unsere Konsequenzen als Bundesregierung bereits gezogen haben. Das hat der Bundesfinanzminister gemacht, der Bundeswirtschaftsminister. Zweitens, auch der Besuch von Herrn zu Guttenberg als ehemaligen Minister meines Kabinetts war ein Vorgang, der sehr häufig vorkommt, dass andere Menschen zu mir kommen, dass sie mir etwas vortragen und dass ich das dann sachgemäß zu den Fachleuten gebe und sage, was sagt ihr dazu? Also aktenkundig mache solche Dinge. Deshalb haben Sie das ja auch gut nachlesen können und dann bekomme ich eine Empfehlung. Und wenn ich keine schwerwiegenden Bedenken habe, dann folge ich dem. Das ist ein ganz allgemeiner Vorgang und ansonsten bitte ich wirklich um Verständnis. Der Vorgang ist tiefgreifend genug, dass man sich zur Einrichtung eines Untersuchungsausschusses entschieden hat. Und alle speziellen Fragen, da kann ich mich dann auch sehr gut vorbereiten auf diese speziellen Fragen, werden wir dann noch mal in aller Tiefe bewerten. Und ich werde die natürlich auch so beantworten, wie ich das tue. Aber hier war es auch ein Vorgang, dass ein Besucher etwas vorschlägt. Das wird aktenkundig gemacht, von der Fachseite begutachtet. Und dann gibt es eine Empfehlung an mich, der ich oft folge, manchmal auch vielleicht nicht, aber jedenfalls war die Bewertung da, die ich brauche für meine Entscheidung. Danke sehr. Ja. Nochmal. Frau Bundeskanzlerin, ich erlaube mir da einfach die Bewertung, dass es angesichts des zeitlichen Vorlaufs von zwei Tagen gar nicht möglich war, da nochmal fundiert nachzuprüfen und dass Sie sozusagen dieses Risiko, das Sie eingegangen sind, auch politisch verantworten müssen. Aber dass es gewissermaßen keine Selbstkritik gibt, ist ja nicht nur bei Ihnen so, sondern auch bei Ihrem Finanzminister und auch bei Ihrem Wirtschaftsminister. Dort wird immer nur über die Verantwortung anderer gesprochen. Und ich möchte Sie jetzt einfach mal konkret fragen. Wer trägt denn in der Bundesregierung, deren Chefin Sie sind, politisch Verantwortung für die Prozesse, die hätten zur Aufdeckung dieses Betrugs führen müssen? Wer ist der Verantwortliche? An wen kann sich die Öffentlichkeit, an wen kann sich das Parlament aus Ihrer Sicht denn wenden? Die Bundesregierung als Ganzes hat ihre Schlussfolgerungen aus den Vorgängen gezogen und heute das Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität verabschiedet, das dann dem Parlament überwiesen wird. Und dann können die Vorgänge umfassend nicht nur retrospektiv, das muss sein, sondern auch in ihren Lehren für die Zukunft diskutiert werden. Danke sehr. Rudolf Henke, CDU-CSU, stellt die nächste Frage. Frau Bundeskanzlerin, die deutsche EU-Ratspräsidentschaft hat sich dafür stark gemacht, das Europäische Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten, ECDC, in seinen Kompetenzen und in der Leistungskraft zu stärken. Wie bewerten Sie die Entwicklung in dieser Frage und wie wirkt sich das auf die Bekämpfung der Pandemie in Europa aus?
Ich glaube, dass sich gezeigt hat, dass eine so globale Pandemie nicht von jedem Mitgliedsland alleine bekämpft werden kann. Und angesichts der Tatsache, dass durch die europäischen Verträge die Kompetenz für Gesundheitspolitik bei der Kommission ja sehr schwach ausgeprägt ist, war es richtig, eine Vielzahl von Koordinierungsprozessen und da auch Anführung der Kommissionspräsidentin, der Gesundheitskommission auch wirklich voranzubringen. Und dazu gehört die Agentur ECDC, die heute sehr viel besser informiert, auch einheitlicher informiert. Am Anfang hatten wir zum Beispiel bei den Inzidenzbewertungen ganz unterschiedliche Herangehensweise bei der Ausweisung von Risikogebieten und vielem anderen mehr. Das vereinheitlicht sich jetzt und im Übrigen hat gerade auch die deutsche Seite und auch hier dieses Haus durch die Anbindung an die Inzidenz 50 Fälle pro 100.000 Einwohner 7 Tage da maßgeblich dazu beigetragen. Und ich glaube, wir sollten ECDC weiter stärken und auch zu einer Präventivagentur machen. Vielen Dank. Herr Sinnberg, ich möchte nicht. Wir haben so viele Fragen. Herr Henke ist zufrieden. Herr Bergwald, Die Linke, hat das nächste Fragerecht. Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, ich habe eine Frage zur Altersvorsorge an Sie. In der vergangenen Sitzungswoche wurde eine Studie der Bürgerbewegung Finanzwende veröffentlicht. Nach dieser Studie fließt nahezu jeder 4. Euro eines Riester-Vertrages für die Kosten in die Kassen der Versicherungsunternehmen und eben nicht in die eigene Altersvorsorge. Und vor diesem Hintergrund frage ich Sie, welchen Altersvorsorgemix würden Sie denn angesichts von fast 25% Kosten einer durchschnittlich verdienenden 30-jährigen Frau heute empfehlen? Ich glaube, dass wir nach wie vor eine Pflicht haben, diese Riester-Vorsorge noch weiter zu reformieren. Ich halte sie aber nicht für falsch. Es ist richtig, dass der Staat, also dass wir steuerliche Unterstützung geben. Ich weiß nicht, ob steuerliche Unterstützung alleine ausreicht. Es gibt eine Menge Menschen, die keine Steuern zahlen. Deshalb muss der Zuschussgedanke hier sicherlich gestärkt werden. Aber die Säule der privaten Vorsorge halte ich für richtig und wichtig. Und die Garantie, die die Riester-Rente ja gibt, dass man das, was man einzahlt, auch wieder herausbekommt, ist sicherlich kein Effizienzförderer, ist aber auch eine Sicherheit für Menschen. Deshalb möchte ich das Instrument nicht verwerfen, aber weiterentwickeln. Danke sehr. Nachfrage? Ja, also Frau Bundeskanzlerin, das überzeugt mich nicht. Ich würde sagen, Ihre Bundesregierung vergeudet ungeachtet der Ineffizienz der Riester-Rente weiterhin Ressourcen ohne Ende, um das gescheiterte Projekt Riester-Rente, von dem fast ausschließlich die Versicherungswirtschaft profitiert, um jeden Preis am Leben zu erhalten. Das hörte sich gerade mit Verlaub ein bisschen so an. Meine Frage: Wäre es nicht viel besser, dass alle Versicherten freiwillige Zusatzbeiträge auf ihr persönliches Konto bei der gesetzlichen Rentenversicherung einzahlen könnten? Denn bei der gesetzlichen Rentenversicherung ist das Geld der Bürgerinnen und Bürger ja sicher sehr kostenarm und gut aufgehoben. Das kann ich jetzt, wenn Sie das so vorschlagen, nicht sofort berechnen. Ich meine, die deutsche Rentenversicherung ist jetzt auch kein Ein-Mann-Betrieb. Und deshalb müsste ich mir die Kosten angucken. 1,2% im Schnitt. Es geht um die Frage, wie wir effizient, da gebe ich Ihnen recht, wie wir effizient und mit einem hohen Maß an Sicherheit für die Einzahlenden einen zusätzlichen privaten Vorsorgemechanismus implementieren. Und ich werde mir, haben Sie Ihr Modell schriftlich niedergelegt mit der gesetzlichen Rentenversicherung, bei der man einzahlt? Dann würde mich ja, das interessieren. Paragraph 187a ist einer, 207 ist einer und Paragraph 7. Also es gibt mehrere Artikel im SGB VI, wo man das machen kann. Na, dann ist doch schon alles gut. Nee, es muss aber da gefördert werden und eben nicht über Riester, weil also das Sie möchten, dass bestehende Artikel in der gesetzlichen Rentenversicherung durch staatliche Förderung attraktiver gemacht werden. Mit dem der Sache werde ich mich beschäftigen. Vielen Dank, Frau Bundeskanzlerin. Danke sehr. Konstantin von Notz, Bündnis 90 Die Grünen, hat als Nächster das Fragerecht und vermutlich als Letzter. Sowas. Vielen Dank, Herr Präsident. Frau Bundeskanzlerin, es ist sehr erfreulich, dass die Koalition die Vorschläge aus der Zivilgesellschaft, aber auch von uns Grünen aufgreifen will, in Artikel 3 des Grundgesetzes den Begriff Rasse zu ersetzen. Der Rassebegriff von 1949 passt nicht mehr in die heutige Zeit. Das ist weitgehender Konsens, zum Glück.
aber es muss aus unserer Sicht mehr getan werden. Genauso wenig passt in das Jahr 2020, dass die Bevölkerungsgruppe der Lesben und Schwulen, Trans- und intergeschlechtlichen Menschen immer noch nicht im speziellen Diskriminierungsverbot des Grundgesetzes erwähnt ist. Dabei haben sie in der Nazi-Zeit schwerste Verfolgung erlitten und sind auch heute noch von Anfeindungen bedroht. Ihr Ausschluss 1949 erfolgte aus den Vorurteilen der damaligen Zeit, die wir, glaube ich, zum heutigen Tag hoffentlich alle längst überwunden haben. Deswegen die Frage, Frau Bundeskanzlerin. Wie stehen Sie dazu, bei der Neuformulierung des Artikel 3 Grundgesetz nicht allein eine sprachliche Änderung vorzunehmen, sondern auch ein ausdrückliches Verbot der Diskriminierung wegen der sexuellen Identität aufzunehmen? Also ich glaube erstmal, dass in der Tat der Umgang mit Lesben und Schwulen über viele, viele Jahre dem Artikel 1 des Grundgesetzes zum Schutz der Würde jedes einzelnen Menschen nicht entsprochen hat. Und ich war jetzt zum Beispiel sehr froh, als die Bundesverteidigungsministerin auch einmal eine Wiedergutmachung gegenüber dem Unrecht an Soldaten, die in diesem Zusammenhang des Schwulseins auch diskriminiert wurden, dass da etwas passiert ist. Wir haben uns jetzt in der Koalition konzentriert auf die Frage des Rassismus und die Frage, die Sie aufwerfen, hat jetzt in unseren Diskussionen noch keine zentrale Bedeutung eingenommen. Ich verstehe diese Frage, verweise aber darauf, dass Artikel 1 eigentlich die Dinge auch schon ordentlich abdeckt, aber sehe deshalb im Augenblick keinen, also arbeiten wir als Regierung nicht daran, aber ich denke, dass die Diskussion nicht vorbei sein wird, so viel vermute ich. Ich habe mit dem Artikel 3 bei der Gleichberechtigung von Mann und Frau meine politische Arbeit begonnen. Damals hat man das ja auch verändert, 1990, und das Grundgesetz ist ein lebendes Projekt. Danke sehr. Aber Nachfrage. Konkrete Arbeiten gibt es nicht seitens der Bundesregierung. Ja, gut. Ich muss doch nur jetzt keine falschen Hoffnungen wecken. Nein, aber ich darf Sie doch nur bestärken darin im Nachdenken, wenn Artikel 1 das alles abdecken würde, dann bräuchten wir überhaupt gar keine Aufzählung. Und die Aufnahme der sexuellen Identität in den speziellen Gleichbehandlungskatalog, diese Diskussion gibt es seit 4 Jahrzehnten in vielen Landesverfassungen. Dort, wo Grundrechtskataloge explizit genannt werden, ist es aufgenommen worden, die sexuelle Identität, zuletzt in Sachsen-Anhalt. Und deswegen, was gut ist für die Landesverfassungen, kann ja auch nicht schlecht fürs Grundgesetz sein. Ich bestärke Sie im Nachdenken und dann vor allen Dingen im Handeln, diesen wichtigen Punkt in Artikel 3 aufzunehmen. Gut, möchte mich nicht gegen die Landesverfassung aussprechen. Das würde mir nicht zustehen. Manchmal gibt es trotzdem Bund-Länder-Meinungsunterschiede, aber das hat jetzt mit den Verfassungen nichts zu tun. Dankeschön. Zur Hierarchie der Verfassung muss ich allerdings Wert darauf legen, dass das Grundgesetz der Maßstab zur Not auch für Landesverfassungen ist und nicht umgekehrt. Dabei wollen wir es behalten. Und darüber hinaus, Frau Bundeskanzlerin, sind wir am Ende der Regierungsbefragung. Ich danke Ihnen. Ich versichere Ihnen, es war die letzte Regierungsbefragung im Jahr 2020. Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute. Danke.